So, wir müssen auf jeden Fall dranbleiben an ihm. Gut gemacht. Ja, sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Okay. Oh, da hat schon einen kleinen Strich bekommen, aber absolut. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tab! Komm nach Hause zurück! Tab! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folg mir. Die Herde suchen. Ja, das machen wir. Stock. Ja, er hat zwar nichts gesagt, aber ich sammle einfach mal Stöcke. Völlig egal, ich bin Sammelsuchtig. Süchtig wollte ich eigentlich ursprünglich sagen. Da, siehst du. Diese nennt man Läufer. Ah. Ha! Rennt! Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Mhm. Und Aschenbecher. Möchte ich, dass du eine Handvoll Steine. Die haben gequalmt, Hunde. Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Mach ich. Gut, genau so. Die reichen. Folgt mir. Okay, keine Steine mehr sammeln. Ich habe aber noch einen gefunden. Und da ist noch einer und noch einer. Ja, ich sammle ja schon nicht mehr. Aber hier ist eine Pflanze, die sammle ich. Brauche ich alles. Ich komm schon. Wo ist er denn hin? Oh, ist ja schnell. Los, schnell. Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnt er die Herde und sie fliehen, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie. Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Ja. So funktioniert das. So, komm, jetzt ist es sicher. Plündere den Wächter. Dann gehen wir hier mal runter. Zack, zack, zack. Au, oh. Guck mal, die ist so klein. Brauche ich mir nicht mal ducken hier. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Aha. Nehmen wir alles mit. Jetzt sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Verkehrt. Entschuldige. Gut. Wie ich sehe, hast du schon Reinholzzweige gesammelt. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Ah. Gut. Dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Cool. Probieren wir sie mal aus. Folg mir.
duck mich auch mal. Ich bin zwar jetzt klein, aber ich duck mich trotzdem. Ist egal. Duck dich ins Gras. Ja, mach ich. Sei leise. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt doch. Erledige den Läufer. Zieh aufs Auge oder auf den Behälter und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Weiter feuern! Weiter feuern! Da haben wir ihn. Du warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Lass ja. uns gehen. Wir machen morgen weiter. Da ist die Lohe. Was war das? Nehmen wir mit. Der Junge, der auf den Kriegerpfann. Komm, Aloy, schnell. Wo ist er hin? Oh, du verwirrst mich. Los, renne. Wir folgen. Da sind wir auch schon. Aua. Ich glaube, er braucht Hilfe, ne? Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Ja, das ist wohl eine Probe. Okay, mit R1 können wir die Spur machen. Ich muss das langsam machen und leise. Lassen wir erstmal vorbeilaufen eben. Mich nicht sehen. Der tapselt hier vorne lang und dann geht er auch wieder zurück, okay.
muss vorsichtig sein. Das nehmen wir mal mit, wenn wir einmal unterwegs sind. Okay. Nee, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich muss sehen, wo sie hingehen. Den nehmen wir auch mal noch mit. Okay, sind wir hier schon mal durch? Da ist er. Wir reden einmal mit ihm. Bringe den Jungen in Sicherheit. Das sage ich nicht. Wie machst du das? Sonderlich schwer ist das ja nicht. Das ging schnell. Rosts Lehren gefolgt, habe ich als Trophäe bekommen. Also, ist es kein Spielzeug. Warte. Urmutter beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie Junge! Rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind ausgestoßen, beide. Und sie ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz. Und ich... du... Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Zornig. Aber das ist ja auch verständlich. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Entscheidungspunkte bieten Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen, wie Eloy ihre Persönlichkeit ausdrückt. Liegt an dir. Wähle, dann stellt sich Eloy bla bla bla. Ja, also, ziele auf seinen Kopf, schlage den Stein aus der Hand, lass den Stein fallen. Okay. Ich nehme aber eher das, weil ganz ohne geht auch nicht. Ah! Hey!
Das war nicht ganz so böse, aber böse genug. Du blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Wow. Beeindruckend. Rost? Vor der Erprobung, da geht ohne mich weg. Das ist ihm gar nicht ähnlich. Die Spitze des Speeres, Finde Rost. Okay. Dummies zum Kaputthauen. Ja, genau, okay.
Okay. Ja, sehr gut. Die sammeln wir. Das hält sich. Ja, das tut es auf jeden Fall. Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Was haben wir hier noch? Oh ja, nehmen wir auch mit. Halt. Was brauchen wir hier oben? Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Das erfahren wir gleich. Das hat mich jetzt gerade irgendwie erinnert an Assassin's Creed. Aloy, du bist hier. Genau, wir sind sehr höflich. Wolltest du allein sein? Nein. Wir müssen reden. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier. Am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Ist sonst noch was mit dir? Nein. Mir geht's gut. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Ross, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Soll ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch, wenn du die Zeit dafür hast. Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Wenn du meinst. Okay. Ich besorge die Teile, aber... Das machen wir. Ich werde auch bei Cast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Dann solltest du sie auch laden. Du wirst sie heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Ja. Okay, wir sehen uns am Nordtor. Okay. Krautige Krater. Ah, okay, okay. So. Hier sind wir. Und hier müssen wir hin. Geh auf die Jagd nach Lohe und Scherben. Und hier ist die artige Krater. Okay. Ich würde das gerne vorher nochmal mitnehmen. Ja, machen wir. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Wenn er glaubt, dass ich ihn verlasse, täuscht er sich. Kann man hier nicht hoch oder so? Nee. Aber ich müsste auf jeden Fall wieder hoch. Ich war ein bisschen zu voreilig. Huch. Meine Güte. Läuft bei dir, würde ich sagen. So, dann haben wir das Training auch. Und hier können wir... Habe ich doch schon mal gemacht. Karte geöffnet.
So, dann gehen wir doch mal dahin zu dem Lagerfeuer. Genau. Gibt's ja irgendwas? Nö. Das Becken. Entdecke ein Lagerfeuer, in dem du nachher rangehst. Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Ja. Und schalte so einen Schnellreisepunkt frei. Ja. 2 Tage. 2 Tage, bis ich Antworten bekomme. Mach mal schnell. 2 Tage, Speicher. Dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgestoßen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Genau, das machen wir jetzt. So, dann gehen wir doch mal hier runter. Ja, mal laufen, laufen, laufen. Und dann, was liegt da? Schon ausgeschlachtet. Das ist... Konnte ich das nicht vorher so sehen? Okay, ja, dann können wir hier runtergehen und dann... Machen wir so. Mutterherz. Noch 2 Tage, dann weiß ich, wie es dort ist. So viele Leute, alle an einem Ort. Dort fühlt man sich bestimmt nie einsam. Wahrscheinlich nicht. Mutters Wacht. Okay. Keine Ahnung, wo der jetzt hinläuft, gerade aktuell. Na, wir finden schon noch was für die Kratta. Okay, Aloy. Schnell wieder rein. Ich glaube, der hat mich gesehen. Pack er zurück. So sollte das eigentlich nicht laufen. Aber egal, haben wir ja geschafft. Da ist noch einer, okay. Alter, aber der ist. Das sind die Pferde, okay. So, das sammeln wir mal. Das brauche ich. Damit sich die grüne Anzeige wieder füllt, wenn wir genügend haben. Na, was haben wir da? Mensch, okay. Nicht, dass ich den noch erschieße oder so. Okay. Haben wir? Was, greift er mich auch an? Doof oder was? Und der da hinten ist nur so. So. Da hinten ist noch ein Jäger.